Guten Morgen. Alles ist mit allem verbunden. Jeder hat diesen Satz schon mal gehört im Rahmen des Hörens von anderen Erleuchtungserfahrungen, im Zusammenhang von Drogentrips oder auch im Zusammenhang mit dem Denken. Und ich möchte euch heute einfach so praktische Relevanz zu diesem Satz vermitteln, wie ihr euch in eurem Leben diesen Satz zunutze machen könnt, wie ihr ausgehend einer Erkenntnis dazu kommen könnt, dass ihr euer Leben glücklicher oder zufriedener gestalten könnt. Weil wenn man sich unglücklich fühlt, wenn man unzufrieden ist, dann ist es so, dass wir uns in irgendeiner Form einsam fühlen. Wir fühlen uns abgegrenzt. Das passiert ganz, ganz häufig, wenn wir uns schlecht fühlen, dass wir eben uns nicht mit allen connected fühlen und uns total in die Gemeinschaft integriert, sondern wir fühlen uns einsam. Und das Gegenteil der Einsamkeit und der Abgegrenztheit ist dann eben, dass man sich verbunden fühlt und dass man dann meist sich gut fühlt, dass man in einem zufriedenen Zustand ist. Und deswegen muss unser Ziel sein, wenn wir uns einsam fühlen, wenn wir uns schlecht fühlen und uns zufriedener fühlen wollen, dass wir uns verbundener fühlen. Das leuchtet ein. Und da gehen wir jetzt einfach über das Denken, weil so ein Gefühl einfach auszulösen mit so jetzt fühle ich mich so, das ist sehr, sehr schwer möglich, aber wir haben unser Denken und da sind wir wieder an einem Punkt, wo das Denken Sinn macht als Instrumentarium. Wo wir das Instrument Denken nutzen können, um uns eine Wirklichkeit zu schöpfen, also Schöpfer der Wirklichkeit zu sein. Und es gibt auch ein Buch, was wunderbar dieses Thema meiner Meinung nach am besten umreißt und auch durchaus in die Tiefe geht, was die neuronalen Netzwerke angeht in unserem Gehirn. Das Buch habe ich euch unten verlinkt, das ist absolut zu empfehlen, das war so ein Life Changer für mich. Wo man erkennt, dass wir tatsächlich Schöpfer unserer Wirklichkeit sind, unser Denken. Zumindest in erster Instanz. Ja, und dann fangen wir an. Wir überlegen uns, wenn wir zum Beispiel jetzt eine Tasse Tee trinken, wenn wir uns jetzt einsam fühlen und uns in unsere Wohnung zurückgezogen haben, oder wenn wir ein Glas Wasser trinken, oder ja, wenn wir irgendwas lesen, ein Buch oder egal was. Wir überlegen uns und wir machen uns bewusst, wie kommt es dazu, dass wir jetzt in diesem Buch lesen können, dass wir diesen Tee trinken können oder dass wir aus dieser Wasserflasche zum Beispiel etwas trinken können. Wie kommt es dazu? Und dann überlegen wir Schritt für Schritt, wer alles an diesem Prozess beteiligt ist. Dass ich jetzt hier einen Tee trinken kann. Da ist die Tasse, da ist der Teebeutel, da ist der Tee an sich, der angebaut werden muss, das muss alles produziert werden, das muss irgendwie zu mir kommen oder ich muss es irgendwie holen. Man kann bei so einer ganz simplen Sache wie der Tasse Tee, den Teebeutel, da kann man stundenlang diese einzelnen Stränge mit seinem Gehirn nachvollziehen oder versuchen nachzuvollziehen und sich bewusst machen, wie viele, wahrscheinlich Tausende, Millionen von Menschen und die Natur da eine Rolle spielt, damit wir diese Tasse Tee jetzt trinken können. Das ist unglaublich, wie man sich mit seinem Denken da reinfuchsen kann und was sich dafür für Massen an Menschen auftun, die alle irgendwie eine Bedeutung haben. Und die Menschen an sich müssen ja auch erstmal dazu gekommen sein, das ist dann sozusagen der nächste Schritt, dass sie dort sind, um uns zu helfen, wie wir an diesen Tee kommen. Durch Produktionsprozesse, durch ihre Existenz, durch ihren Beruf. Und das ist einfach so eine absolute Erkenntnis. Wenn man dann so einsam vor sich sitzt und seinen Tee trinkt, wie viele Menschen dafür gesorgt haben, dass wir diesen Tee trinken können. Und wir können gar nicht anders, als zu erkennen, dass wir ein Bestandteil eines riesigen Netzwerkes sind. Und da geht es nur ums Tee trinken. Da geht es nur ums Tee trinken. Und da gibt es so viele andere Sachen, wenn ihr euch in eurer Wohnung umschaut. Wenn ihr überlegt, was ihr denkt, was ihr fühlt. Die Gedanken und Gefühle kommen ja auch irgendwo her. Durch Umwelteinflüsse, durch Menschen, die mit euch in gewisser Weise umgegangen sind. Durch Menschen, die euch in erster Instanz überhaupt gezeugt haben. Also da ist so viel
worüber ihr nachdenken könnt und wo ihr merkt, wow, ich bin total connected mit alles. Ich bin faktisch mit allem verbunden. Und das ist nur das, was sie bemerken. Das sind aber gar nicht mal auf der energetischen Ebene irgendwas, was wir also nicht realisieren, was im Rahmen der Physik oder der Spiritualität angesiedelt ist. Das ist nur das, was wir mit unserem Denken rekapitulieren können. Und wenn wir merken, dass alles verbunden miteinander, wenn wir das realisieren mit unserem Denken, dann spüren wir das natürlich auch. Und wenn wir das spüren, dass wir mit allem verbunden sind, weil wir so lange darüber nachgedacht haben, dann ist es sehr schwer, sich einsam zu fühlen. Und das ist sehr schwer, sich abgegrenzt zu fühlen. Weil man es ja nicht ist. Man ist ja nicht doof. Man erkennt das ja. Das ist eine Erkenntnis. Das ist das Denken. Und so sehr ich oftmals das Denken auch als ja, nicht so erstrebenswert ansehe, als fundamentale Leitlinie des Lebens, so sehr ist es doch als Instrumentarium manchmal richtig, richtig nützlich. Und gerade in diesem Punkt. Und dadurch ist es nicht nur, dass wir uns connected fühlen, sondern man steigert ja auch sein Selbstwertgefühl. Weil man erkennt ja auch selber, dass man selber auch für andere Menschen einen großen Einfluss ausübt. Egal was man tut. Es sind ja die kleinen Dinge. Der Mensch am Fließband bei der Teebeutelproduktion zum Beispiel, der denkt vielleicht, boah, ich habe keinen Einfluss. Aber dieser Mensch hat dafür gesorgt, dass er deinen Teebeutel zum Beispiel irgendwie in die Hand genommen hat oder aussortiert oder was auch immer. Ne? Der Teebauer, der einfach seinen Tee anbaut und der sich darüber keine Gedanken macht und sich vielleicht auch einsam fühlt, der hat einen unglaublich großen Einfluss, weil der Millionen von Menschen dazu verhilft, dass sie ihren Tee trinken können. Und wenn man sich das alles bewusst macht, dann steigert das Selbstwertgefühl, dann steigert das Gefühl, dass man verbunden ist, weil das Fakten sind. Und das kann auch niemand in irgendeiner Weise abstreiten. Und dann kommt so ganz leise dieses Gefühl in euch hoch. Das Gefühl, was dem zuwiderläuft, diese Einsamkeit. Bloß ihr müsst es tun. Ihr müsst nicht nur das Video schauen und sagen, ja, das ist eigentlich ein ganz guter, fruchtbarer Gedanke, sondern ihr müsst es tun. Ihr müsst euch, wenn ihr euch einsam fühlt, irgendwas zur Hand nehmen und darüber nachdenken. Und das, hoffe ich, sollte jeder hinkriegen in der Phase der Einsamkeit, in der sich etwas schlecht fühlen und abgegrenzt fühlen. Und ich bin mir sicher, und es kann gar nicht anders sein, dass ihr euch nach diesem Prozess des Denkens viel, viel besser fühlt. Und damit hat sich das Video schon absolut gelohnt und ich habe meinen Einfluss jetzt hier in dem Video dann auch wieder geltend gemacht und freue mich und hoffe, dass ich mit diesem Video euch etwas Licht in euer Leben bringen kann, gerade in den Zeiten, wo ihr euch vielleicht wirklich etwas einsam fühlt oder abgegrenzt. Denn ihr seid es nicht, wir sind alle verbunden. Ich liebe euch, wir sehen uns morgen, euer Christian.